du dann bist, von nun an waltet dich dein Schicksal. Hast du bereits Erfahrung mit Yu-Gi-Oh? Nein, das hat man ja gerade gesehen, ne? In dieser Welt findest du drei Arten von Duellen, jedes wird anders durchgeführt. Wenn du die verschiedenen Stile meisterst, kannst du auch dein Talent als Duellant verbessern. Das ist alles, genieße deine Reise. Ah, ja. Speichern wir erst einmal. Okay. Ich steuere jetzt alles mit der Maus aus Bequemlichkeit. Ich habe dich noch nie gesehen. Was willst du hier? Nur unsere Freunde dürfen nur herein, weißt du? Riley, was ist mit dem? Dieser kleine Spaste, der hat dich vollgelabert, ne? Aber das mache ich jetzt auch. Er sagte, er würde dich später vorstellen. Wir sollten dich erstmal reinlassen. Ich kenne dich gar nicht, daher ist es egal, was. Weißt, da ist es egal, was du sagst. Ich hoffe, dass ihr es nicht da verstehst, was ich meine. Du kommst hier nicht rein, verpiss dich. Was? Was hast du denn da? Eine Duel-Disc? Ich habe mich eh gelangweilt. Komm, duellieren wir uns mal. Wenn du mich besiegst, glaube ich dir deine Geschichte. Annehmen. Entschuldigung, komm her, los geht's. Okay, zweites Duell gegen Neville. Nevin. Okay, welches Name? Mir ist es eigentlich egal. Ich nehme Nimanimo. Zack, ich nehme einfach Blatt. Was soll es? Papier oder was auch immer. Ich nehme ihn wieder zweiter. Taktisch, aus taktischen Gründen. Okay, was haben wir hier? Verstärkung, Psi Befehlshaber, Mechahäschen, Urknallkanone und Twister. Jetzt haben wir magische Störungen gezogen. Das heißt, wir sollten auf eine Synchro spielen. Ich mach's erstmal so. Ich setze Mechahäschen verdeckt in Kombi mit Twister und die hier, die hebe ich mir für später auf. Endphase. Ich möchte jetzt nämlich eine Synchro machen. Okay. Er legt gleich richtig los. Aber wir haben hier immer noch Twister. Dann können wir eine Zauberkarte zerstören, die auf dem Spielfeld liegt, wenn wir 500 Life Points opfern. Und jetzt beschwört der Roboter. Alles Flip-Beschwörung. Und der noch. Was ist denn das für eine Karte? Schrottregen. Was war denn die Taste nochmal? V oder F? Was else? Ist egal, setzen wir erstmal die hier. Magische Störung, welche schmeißen wir weg? Verstärkung. Ciao, ciao, Schrottregen. Hast du noch eine Ausrüstungskarte? Oh, zerstört unser Mechahäschen. Was für ein grausamer Bursche. Ja, jetzt kriegt ihr dafür als Vergeltung Schaden in Höhe von 500. Und wir können noch ein Mechahäschen vom Friedhof, vom Deck beschwören. Verdeckt natürlich. Und ihr greift's an. Und jetzt kommt wieder das gleiche Prinzip wie was wir gerade eben hatten. Er kriegt 500 Schaden und wir können ein zweites Käschen vom Deck beschwören. Und daraus machen wir dann eine Synchro, rüsten ihn mit der Urknallkanone aus und zerstören seine Monster. So hab, das ist mein Plan jetzt ab. Oh, eine Effekte. Sicher nichts Gutes, weil das ist ja gerade das Anfang. Was haben wir da? Urmaterial drin. Effekte. Warte, Effekte, die einem Spieler Schaden zufügen würden, erhöhen seine Lebenspunkte. Wenn Effekt aktiviert wird, der ein Monster auf dem Spielfeld zerstört, kannst du eine Karte. Aha. Ich glaube, das wäre sogar besser als eine Synchro-Beschwörung. Mal schauen, welches können wir rufen. Wir haben 5 Sterne. Das heißt, wir können eine magische Android rufen, damit können wir unsere Lebenspunkte erhöhen. Hier allerdings, dieser Effekt ist eigentlich noch besser. Das heißt, wir opfern ihn besser. Halt, wir müssen ihn erst flippen, dann kriegt er Schaden nochmal. Okay. Jetzt opfern wir den als und rufen als Tributbeschwörung Material Dache. Und rüsten ihn mit der Urknallkanone aus.
Ich würde zum Ur-Ur-Ur-Material-Drache. Wortspielchen. Okay, wir zerstören hier Bildnis der Finsternis oder. Da nur mal normale Monster im Deck hat, wird dann wahrscheinlich eine Zugbeschwörung mit normalen Monster machen, deswegen zerstören wir erstmal Bildnis der Finsternis. So, verteidigen kann er sich nicht, denn die Urknall kann nur durch Defense. Und Endphase. Ah, er setzt in die Verteidigung, das bringt allerdings nichts. Oh nein, das können wir nicht mehr angreifen. Naja. Können wir noch Synchro machen? Nee, das ist dann 9, glaube ich, oder? Ryokyo. Ich mache mal kurz Aufnahmepause gleich. Jetzt bei Yu-Gi-Oh! 5D Stardust Allocator 2009. Wir sind jetzt im Kampf gegen Nervin. Ja. Und wir können nicht angreifen, weil sein lebender Trank unseren Urmaterial blockiert. Synchros können wir auch nicht machen, da wir keine neuen Sternemonster im Extra-Deck haben. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir jetzt mal passen würden. Und warten, bis wir es gezogen haben. Er ruft sein Axttier mit 1300 Schnissen und schwaches Monster. 4 Sterne. Pff. 3 Sterne würde ich es geben. Heieiei. Die Karte wird uns weiterhelfen. Finstere Valkyrie. Okay, vielleicht zerstören wir natürlich den Ruppritter, weil der Ruppritter der stärkere von den beiden ist. Und Angriff. Achso, der liegt im Verteidigungsmodus, das habe ich gar nicht gesehen. Ah, super. Okay, dann Endphase. Wir können ihn ja später als Zwilling beschwören, dann kriegt er nochmal weitere Angriffspunkte dazu. Oh nein. Drachenfluch. Nein. Wag es nicht. Wag es nicht. Er wagt es. Er zerstört unsere finstere Valkyrie. Naja, was soll's, wir haben immer noch Ryokyo. Sagen wir Ryokyo haben. Plus diese Falle jetzt, kann uns nichts passieren. Okay, jetzt müssen wir den Psy-Lebensbefehls aber spielen. Ich mach's echt ungern, aber anders kann ich mir nicht helfen. Scheiße, ich hab vergessen Ryokyo zu spielen. Könnte ihn jetzt zerstören, glaube ich, oder? Ende die Kampfposition des Monsters. Okay, damit können wir uns schützen. Gut, dass ich die gezogen habe. Ansonsten hätten wir jetzt ein Problem. Okay, warten wir mal, was er macht. Er macht eine Ausrüstung. Es gehen seine Monster durch die Verteidigung. So leicht geht es nicht, wir haben immer noch Sicherheitskugel. Edge Badge ab in die Verteidigung. Das können wir ihn zerstören, ohne Ryokyo einzusetzen. Und wir können den Synchro machen. Ich spiele erstmal den da, die Synchro kommt dann am Schluss. Also in der Main Phase 2. Also stimmen wir erst einmal mit Xable. Sein Drachen. Zack und zack. Ja, der liegt im Verteidigung, aber wir decken wir erstmal sein zweites Monster auf. Okay, wir zerstören es gleich. Und zack. Und jetzt kommt die Synchro-Beschwörung und rufen DMC, Befehls, Lebenstraße und opfern den gleich, also aktivieren gleich den Effekt und entfernen Psy, Befehlshaber und kriegen 1200 Life Points. Das Spiel ist irgendwie cool zu Let's Play, weil da kann ich sehr viel quatschen. Okay. Jetzt haben wir unsere Lebenspunkte wieder aufgefrischt. Und wir haben ein starkes Monster. Und jetzt machen wir mal Endphase, angreifen können wir nicht mehr. Mal schauen, was er jetzt in seiner Not macht.
Wir müssen den lebenden Trank irgendwie entfernen. Okay. Vielleicht kann uns diese Karte helfen. Zwillingslaufdrache. Jetzt werden zwei Münzen geworfen. Wenn zweimal Kopf erscheint, wird die Karte zerstört. Haben wir Glück? Ja, wir haben Glück. Schau, lebender Trank, wir können wieder angreifen. Machen wir das gleich. Zerstören wir erstmal mit dem Zwillingsdrachen. Quatsch, geht ja gar nicht, aber schauen wir mal nach, was er verdeckt gelegt hat. Wahrscheinlich nichts Verteidigungsstarkes. Gleich stark. Okay, dann können wir nur direkt im nächsten Zug angreifen. Machen wir erstmal seinen Roboterritter platt. Ah, geht die Verteidigung, wusste ich gar nicht. Und der zerstört seinen Geist. Geisterritter oder was else. Okay, Endphase. Ich höre nur Gezische bei mir. Bei meinem Nintendo DS hört sich viel cooler an. Okay. 10. Was haben wir? Gigantischer Zwergkrug. Immer wenn ein Monster von Typ Pflanze auf den Friedhof gelegt wird, erhöhen sich seine Angriffspunkte um 1200. Ist ein bisschen stärker als die Zwillingslaufdare. Also, aber... Da wir eh nichts anderes spielen können, beschwören wir ihn gleich. Und da der U-Material durch die Verteidigung geht. Ja, stimmt, wir haben ja mit U-Knallkanonen ausgerüstet, deswegen ist er durch Verteidigung gegangen vorhin. Stimmt, hab ich ganz vergessen. So, und zack, und. Noch dieser Angriff. Jetzt hat er nur noch 100. Ah, 200, falsche Rechenfehler. Und der beendet jetzt. Okay, er hat sich in eine weitere Runde gerettet, das bringt aber allerdings auch nichts. Dumm. Setzen wir den vorsichtshalber in die Defense und spielen Ryoko verdeckt. Damit wir sie nicht mehr auf der Hand haben. Oh nein, jetzt verteidigt er nur Abwehrrate. Oh Mann. Oh Mann. Naja, wenn wir Ryoko also verlieren, wird das sicher. Und was zerstörst du? Ein Zwillingslaufdrache. Und war's es schon. Mein Gott, bist du schwach. So, Staubtornado. Okay, jetzt benutzen wir... Wobei, müssen wir gar nicht. Ach, was soll's, benutzen wir Yokio. Und halbieren die Angriffspunkte von Drachenfluch und geben sie... dem Zwergkrug. Und dann greift der Zwergkrug mit 3050 sein Monster und wir gewinnen das Spiel. Ja, und wir sehen uns im nächsten. Ja, ich muss immer so kurz unterbrechen, kurz, weil Sicherheit geht vor. Weiter geht's. Wir haben Zerstörung und Kampfbonus bekommen. Oh Mann, du hast mich. Also dann glaube ich dir, du kennst Hurley wirklich. Ich kann für immer noch lügen, das ist dir schon klar, oder? So ein Kartenspiel hilft da nicht. Also wir reden von einem Fremden, er ist stark. Ich weiß, was du meinst, wir haben echten Duellanten, ja. Ihr könnt es ja selber lesen, mein. Mich interessiert dieses Gequatsche, ehrlich gesagt, nicht. Amnesie! Das Gequatsche, das Spiel ist ja... Also die Duelle sind schön und gut, aber das Gequatsche nervt einem total. So, jetzt lass mich rein. Warte, wir müssen noch speichern. Warum läuft es jetzt so langsam? Keine Ahnung. Also, oder vielleicht bilde ich es mir auch einfach mal ein. Ein Duell geht noch, dann mache ich Aufnahmepause. Ach, was soll's, machen wir gleich zwei.
Was soll denn der Geiz?